Hallo und herzlich willkommen im großen Hörsaal der Fakultät für Chemie und Mineralogie. Mein Name ist Marika Kandler und ich arbeite hier in der Vorlesungsvorbereitung. Normalerweise bereiten meine Kollegin und ich die Experimente für unsere Experimentalvorlesungen vor. Aber das hat sich ein bisschen geändert. Und was sich genau geändert hat, das zeige ich euch jetzt. Wir sind immer noch im großen Hörsaal und normalerweise haben hier eigentlich 200 Personen Platz. Aber aufgrund der aktuellen Lage sind es nur 26, wie ihr seht. Dass so dieses Semester keine Präsenzlehre stattfinden konnte, ist uns schnell klar geworden. Deshalb mussten wir digital werden. Angefangen hat alles mit einer kleinen Webcam. Aber dass das nicht genug war, wurde uns schnell klar. Ja, wir haben schnell aufgerüstet und zum Beispiel zwei Bildschirme hier für unsere Assistenten installiert. Das ist nämlich ziemlich praktisch. Die Assistenten betreuen nämlich unsere Vorlesungen hinter den Kulissen. Und dann haben wir noch praktischerweise einen Bildschirm da vorne installiert für den Dozenten. So kann der sich zum Beispiel im Bild sehen, den Chapterlauf folgen auf dem Online-Portal oder auf eine Präsentation durchklicken. Zu einer guten Vorlesung gehört auch ein guter Ton. Alles, was man braucht, ist ein Mischpult, ein paar Kabel, eins aus dem Empfänger, ins Mischpult rein, aus dem Mischpult raus, in den Rechner und schon ist der Ton da. Hast du vergessen, Ton aufzunehmen? Ist egal, mach ab jetzt, ich habe ja auch ein bisschen Ton dabei. Ja, den guten Ton muss man auch einschalten, aber das passiert ab in die Produktion. Ja, herzlich willkommen, jetzt sind wir hier in unserer Produktion, Laborküche, mein Büro seit neuestem. Ich bin nämlich umgezogen, da wir natürlich alle auf Abstand sitzen müssen. Genau, wir haben hier eine Menge Rechner stehen und die brauchen wir tatsächlich alle, denn auch hier sind sehr viele Sachen zu tun nach der Vorlesung. Während der Vorlesung habe ich hier auf meinem Arbeitsrechner immer die Vorlesung mitlaufen online, damit ich halt sehen kann, ob es Probleme gibt. Manchmal fällt der Ton aus oder heute Morgen war das Bild unscharf. Darauf reagiere ich von hinten, damit ich halt eben auch die Techniker unterstützen kann, die Studenten, falls sie noch unsicher sind, dann schneide ich schnell in die Vorlesung rein und kann helfen. Dann haben wir einen zweiten Rechner, das ist einfach nur ein Laptop, da ist ein Aufnahmeprogramm drauf, wo wir unsere Toneinsprechungen machen. Wir haben über 100 Versuche vertont in den letzten Wochen. Meine Kollegin hat etliche Skripte geschrieben. Wir haben eine SAK, die Theresa, die eine wunderschöne Stimme hat und die hat sehr, sehr viele Versuche eingesprochen. Da ist unser Mikrofon dafür, das ist ja schön, ist aber gerade im Schlafmodus, weil wir schon fertig sind mit Vertonen. Das heißt, diese Station ist eigentlich jetzt gerade schon in Semesterpause. Als drittes haben wir hier noch Rechner zum Exportieren, zum Schneiden, zum Rendern. Das ist wirklich ein Heidenaufwand. Wir sind eigentlich größtenteils damit beschäftigt, Daten hin und her zu schieben, richtig zu beschriften, zu exportieren, zu schneiden, abzuwarten, dass sie fertig sind und dann werden sie hochgeladen und den Dozenten und Studenten zur Verfügung gestellt. Das dauert alles eine ganze Zeit lang. Meine Studenten unterstützen uns hier ganz, ganz toll. Wir haben 8 SAKs, die für uns arbeiten und alleine ist es auch gar nicht möglich. Ja, und das ist das Business. Erst kommt die Vorlesung und nach der Vorlesung kommt das Schneiden, dann wird es hochgeladen und dann geht alles von vorne los. Das ungefähr 15 Mal die Woche. Da ist gerade eine Vorlesung und du machst gerade jetzt einfach mit dem Computer ein Backup. Ja, genau. Die Kamera draußen, wir haben mit Dual-Kamera-Streaming machen wir. Ich mache halt immer ein Backup offline mit einer Capture, also mit einer, was ist das, einem Camcorder. Und weil halt immer mal irgendwas schief geht, irgendwas geht immer schief und wenn halt die Audio nicht eingespeist ist oder der Ton halt eben nicht abgenommen wird, hat man halt eben eine Aufnahme ohne Ton und das ist halt blöd. Deswegen mache ich immer zwei Aufnahmen, aber da gerade draußen der Speicher voll ist, weil ich es heute noch nicht geschafft habe, die ganzen Daten zu übertragen, will ich trotzdem noch ein Backup haben, deswegen mache ich an meinem Rechner ein Backup des Backups. So läuft dann halt. Das hast du jetzt einfach schnell so per OBS gemacht, einfach mal währenddessen. Währenddessen, und ich muss eigentlich noch einen Professor anrufen und ich habe ein Date verpasst mit dem Professor, also ein Date mit dem Professor nicht, aber wir wollten uns eigentlich treffen, um mal ein paar Daten auszutauschen und das ist jetzt ein bisschen blöd, aber so ist es halt. Ein Hiwi ist hier, macht dann live einfach die Präsentation, schiebt hier rein. Der Prof sieht jetzt nur das Bild sozusagen. Genau. Und sieht sich selbst gerade gar nicht, oder? Nee, der kann die Präsentation durchschieben. Da bräuchten wir halt noch Monitor. Er bräuchte eigentlich noch 3 Monitore vorne. Und das macht ihr einfach nur ganz schnell und live. Ja, natürlich. So wie der Prof das gerade möchte, so. So machen wir das. Ja, man muss halt, also mein Bildschirm ist ein wirklich limitierender Faktor. Man könnte für den Dozenten halt wirklich noch das Bild einspielen, damit er sich sieht. Weil ganz oft ist das Problem, man hört einen Ton, aber der Professor ist irgendwo ganz weit weg und steht nicht im Bild. Ist nicht dramatisch, aber auch nicht schön. Genau, und dann halt echt den Chat, damit halt der Professor auch selbst, der Professorin, selber auf die Fragen reagieren kann.
Das kann aber auch der Assistent euch stellen und dann, wie gesagt, einen dritten Bildschirm für die PowerPoint-Präsentation, für die Daten, die zur Verfügung gestellt werden. Aber der Chat ist jetzt gerade nicht zu sehen hier. Nee, den Chat sieht gerade nur der Assistent und muss es euch moderieren. Das macht eine Person. Ja, und wenn wir eine Experimentalvorlesung haben, die wir streamen, dann brauchen wir zwei Assistentinnen und Assistenten, weil ja einer experimentieren muss, einer muss es filmen. Und dann hast du noch einen Professor und Professorin, die daneben steht und was dazu erzählt. Und das macht jetzt eine Person hier? Ja. Live? Ja. Und reagiert auf die Fragen? Ja. Und der Prof macht auch sein Ding? Ja. Alle machen ihr Ding. Wie viel bekommt der Hiwi? Nicht genug. Ja, das war sie schon, unsere kleine kurze Reise durch den Mediendschungel an unserer Fakultät. Es liegen verdammt krasse 15 Wochen hinter uns. Und ich bin wirklich stolz, dass wir diese Herausforderung so gut gemeistert haben. Ich bin dankbar an meine Kollegin, die etliche Versuche geschrieben hat, vertextet hat, Chemie gemacht hat in den letzten Wochen, und zwar richtig viel. Wir haben 8 superklasse SAKs. Sie müssen sich und ihr müsst euch vorstellen, das Ganze hier geht nicht alleine, das ist wirklich eine Teamleistung. Umso mehr freue ich mich aufs nächste Semester, denn es bleibt digital, es wird wieder herausfordernd und ich bin gespannt, was kommt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach, hier unten ist meine Kontaktdaten und bis bald. Tschüss! Die Uni wird digital. Was brauchst du nochmal? Schwamm und einen Eimer. 3, 2, 1.